Hallo, schön, dass Sie uns heute zuschauen. Schön, dass ihr, liebe Kinder, euch die Zeit nehmt für uns, für unseren Kindergarten und für diesen Tag heute. Wir, das Team vom Kindergarten St. Sebastian und Herr Pfarrer Johansen, dürfen euch heute eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die uns die Zeit bis Weihnachten verkürzt und alles immer heller werden lässt. Liebe Kinder, liebe Familien, vielleicht erinnert ihr euch noch an den letzten Sonntag. Da waren wir in der Kita in St. Pius und eine große Landschaft ist entstanden. Die Landschaft, in der dann einmal der Stall von Bethlehem stehen wird. Wenn ihr jetzt schon in einige Kirchen gekommen seid, zum Beispiel in der Stadtpfarrkirche, da stehen auch schon die Krippenlandschaften. Wir haben gehört von der Wüste, die blüht, vom Gebirge, und Maria geht durchs Gebirge und der Dornwald trägt Rosen. Aber eine Landschaft, in der niemand ist, das ist langweilig. Wenn unsere Krippe weiter wachsen soll bis zum Heiligen Abend, dann braucht es jetzt noch jemanden, der dazukommt. Der Prophet Jesaja erzählt einmal, dass er einen Traum vom Frieden hat und dann sagt er: Ich träume, wenn Gott seinen Frieden aufbaut, dann liegt der Wolf beim Lamm, der Panda beim Böcklein und das Kind kann am Schlupfloch der Natter spielen. Keiner tut dem anderen was Böses. Und die Tiere, die an die Krippe kommen, sie erzählen davon, dass man ganz unterschiedlich sein kann und trotzdem miteinander in Frieden leben. Und so werden heute die Tiere in unsere Krippenlandschaft kommen. Wir begrüßen den zweiten Advent jetzt, wenn wir vom Frieden träumen. Und wir singen dann dazu, wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die zweite Kerze brennt. Verkündeten Engel den Hirten die Botschaft vom neugeborenen Kind. Aber nicht nur die Hirten vernahmen diese Worte, sondern auch die Schafe. Diese freuten sich so sehr darüber, dass sie beschlossen, allen Tieren davon zu erzählen. Als der Hase sich auf ihrer Weide blicken ließ, sprachen sie ihn an und baten ihn, den anderen Tieren die Nachricht von der Geburt des Heilands weiterzusagen. Gehorsam hoppelte der Hase davon und erledigte seinen Auftrag in Windeseile. Alle Tiere, welche die Neuigkeit erfuhren, gaben diese schnellstens weiter. Und so kam es, dass innerhalb von kürzester Zeit ein jedes Tier aufbrach, um das Christuskind in der Krippe zu besuchen. Eine muntere Tierwanderung zog sich auf den Weg nach Bethlehem dahin. Ein paar Tiere aber wurden immer langsamer, je näher sie zum Stall kamen. Ja, neben einem alten Baum, ganz in der Nähe ihres Zieles, trauten sie sich gar nicht mehr weiter und machten nacheinander Halt. Jedes dieser Tiere war fürchterlich erstaunt, als es bemerkte, dass es gar nicht allein war, sondern andere genauso der Mut verlassen hatte. Schüchtern kamen sie
ins Gespräch miteinander. Ich habe eine wunderbare Botschaft gehört. In einem Stall in Bethlehem ist ein Kind geboren. Es soll ein besonderes Kind sein, ein göttliches Kind. Gerne möchte ich dieses Kind sehen. Deshalb habe ich mich in dieser Nacht auf den Weg gemacht. Aber jetzt hat mich der Mut verlassen. Kann ich zu diesem Kind kommen, ich, die giftige Schlange? Wie oft habe ich schon andere verletzt und meinen giftigen Worten, wie oft habe ich schon andere betrogen und hintergangen? Ich traue mich nicht in den Stall. Auch ich habe die Botschaft gehört und mich auf den Weg gemacht. Gerne möchte ich dieses göttliche Kind sehen, aber jetzt hat auch mich der Mut verlassen. Kann ich zum Kind kommen? Ich, der störrische Esel? Wie oft mache ich nicht das, was man zu mir sagt? Oder oft weiß ich selbst nicht, warum ich die Füße in den Boden stemme und bockig bin. Eigentlich meinen es doch alle gut mit mir. Nein, ich traue mich nicht in den Stall zu diesem Kind. Ein göttliches Kind ist geboren. Als ich das hörte, habe ich mich gleich auf den Weg gemacht, um dieses Kind zu begrüßen. Aber jetzt hat mich der Mut verlassen. Kann ich zu diesem Kind kommen? Ich, der alberne Affe? Meist habe ich nur Blödsinn im Kopf, störe andere bei ihren Aufgaben. Ich werde sicher auch das Kind stören. Nein, ich traue mich nicht in den Stall. Mir geht es wie euch. Ich habe die Botschaft von der Geburt des Kindes gehört und mich auf den Weg gemacht. Gerne möchte ich das neugeborene Kind sehen. Aber jetzt hat mich der Mut verlassen. Kann ich zu diesem Kind kommen? Ich, der trampelige, ungeschickte Elefant? Wie oft stoße ich irgendwo an, remple andere und tue ihnen weh, obwohl ich das meist gar nicht will. Ich traue mich nicht in den Stall zu dem kleinen, neugeborenen Kind. Auch ich habe die frohe Botschaft gehört. Ein göttliches Kind ist geboren. Gleich habe ich mich auf den Weg gemacht, um das Kind zu suchen. Dort im Stall muss es sein. Aber jetzt hat mich der Mut verlassen. Kann ich zu diesem Kind kommen? Ich, das scheue, stille Reh. Mir wird ja doch wieder nichts einfallen, was ich sagen könnte. Und dann stehe ich nur dumm herum. Und wer weiß, wer sonst noch alles da ist. Die kenne ich doch alle gar nicht. Nein, ich traue mich nicht in den Stall hinein. Diese Nacht ist eine besondere. Ein göttliches Kind ist geboren. Ich habe es gehört. Gerne möchte ich dieses Kind begrüßen. Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber jetzt hat mich der Mut verlassen. Kann ich zu dem Kind kommen, ich, der rücksichtslose, gemeine Wolf? Ich habe mich doch nie darum gekümmert, wie es anderen geht. Was hat es mich gestört, wenn ich anderen Leuten das Leben schwer gemacht habe? Nein, ich traue mich nicht in den Stall zu dem göttlichen Kind. Da stand sie nun, die mutlose Gesellschaft, und sie würde gewiss noch heute dastehen, wäre da nicht ein Schaf gekommen. Und dieses Schaf strahlte vor Freude, denn es war gerade mit den Hirten beim Christkind gewesen. Und es fragte die Tiere, warum lauft ihr denn nicht weiter? Das Christuskind wird sich freuen, euch zu sehen. Wir haben Angst vor dem Stall mit dem Kind. Wir haben so viel falsch gemacht. Wir haben so viel Böses getan. Da schaute ihnen der Schaf mit einem bedeutsamen Blick in die Augen und verkündete geheimnisvoll. Das ist doch ganz egal. Ihr dürft hier nicht warten und zaudern. Das Kind in der Krippe hat euch alle lieb, egal was ihr getan oder nicht getan habt. Habt Mut und lauft schnell zur Krippe. Das Schaf redete wie mit Engelszungen auf die Tiere ein, um sie mutig zu stimmen, damit auch sie das göttliche Kind besuchen würden. Weil das Schaf
so strahlte, so freundlich war und so bedeutsam sprach, wagten es die Tiere wirklich, weiterzugehen bis zum Stall. Als sie dort das Kind sahen, war die Angst vergessen und sie wurden auf einmal ganz und gar froh. Sie verstanden sofort, warum das Schaf so ermunternd auf sie eingeredet hatte. Das Christkind strahlte und lächelte sie an. Sie sahen, dass es sich über ihren Besuch freute. Sie spürten, dass es für sie gekommen war. Gerade für sie, die so viel falsch machen, die oft so ungeschickt sind. Das tat gut. Gut bis in die Schwanzspitzen. Sie blieben lange Zeit bei ihm. Und als sie dann wieder vom Stall aufbrachen, da nahmen sie in ihren Gedanken etwas Wunderschönes mit. Das Lächeln des Christkindes. Dieses Lächeln würden sie wohl in ihrem ganzen Tierleben nicht mehr vergessen. Kommt, wir wollen ein Licht anzünden, dass es hell wird in der Nacht und der ganzen Welt verkünden, was der Himmel uns gebracht. Jeder soll die Liebe spüren, die in alle Herzen dringt. Jeder seine Angst verlieren, bis er selbst voll Freude singt. Kommt, wir wollen ein Licht anzünden, dass es hell wird in der Nacht. Ein bockiger, eine hinterlistige, eine schüchterne, ein Trampel, ein jähzorniger, eine ziemlich komische Gesellschaft, die sich da auf dem Weg zur Krippe macht. Man müsste sich eigentlich wundern, dass die sich nicht gleich, wie ihr manchmal auf dem Schulhof, in den Haaren haben. Aber weil das Kind, weil Gott sie ruft, können sie in Frieden miteinander kommen. Davon hat schon vor vielen Jahrhunderten ein Mann geträumt, Jesaja, und der schreibt in der Bibel: Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe, sie weiden zusammen, ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh und die Bärin essen zusammen. Ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts mehr Böses und begeht keine Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis Gottes, so wie die Wasser das Meer bedecken. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Jesses sein, der dasteht als Zeichen für alle Völker. Alle werden nach ihm fragen, und sein Frieden wird herrlich sein. Wir hören, und der Markt darf mitsingen, das Lied zündet ein Licht an. Zünd ein Licht an, gegen die Einsamkeit, ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, es lässt dich wieder hoffen, es gibt dir neuen Mut. Alles wird gut,
Bringen wir unsere Bitten zu dir. Gib jedem, was er braucht. Wir bitten für alle Menschen, die einsam sind und Weihnachten alleine feiern müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, die arm sind und keine Geschenke bekommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, die hungern und nicht genug zu essen haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, die kein Zuhause haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, die krank sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle unseren Verstorbenen und alle, die um einen Menschen trauern. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, Gott, willst die ganze Schöpfung zur Herrlichkeit führen. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von hoher Himmel.
den Weg zur Krippe. Auch wir machen oft etwas falsch, handeln ungerecht und sind hoffnungslos. Sorgen und Nöte, Einsamkeit und Zweifel lassen uns manchmal zögern, zu dir zu gehen. Schicke uns ein Licht, das uns Mut und Zuversicht gibt, dass wir es wagen, den Weg zur Krippe unbeschwert zu gehen. Wir wissen, dass du uns mit einem Lächeln empfängst und uns vergibst und uns bedingungslos liebst. Amen. So segne uns in dieser zweiten Adventswoche der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt wünschen wir euch eine schöne weitere Adventszeit. Vielen Dank dem Team hier in der Kita in Neudorf, St. Sebastian. Und wir laden euch ein, nächste Woche, da gehen wir dann in die Kita nach Wombach.